YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Beim letzten Mal, nach dieser albtraumhaften Erfahrung, wo ich ja versagt habe, will ich direkt ein Rematch. Und wir gehen nach Tanglewood, weil Tanglewood liebe ich. Und wir spielen, wie gesagt, nochmal auf Albtraum und schauen uns einfach mal, was uns erwartet. Sonst finde ich es ein bisschen ärgerlich. Bin mal gespannt, was ihr mir unter die letzte Folge schreibt. Wie dumm ich doch bin, dass ich das nicht gesehen habe, wahrscheinlich. Vielleicht war ich auch noch zu weit weg. Vielleicht muss die Taschenlampe flackern, wie gestört, damit es funktioniert. Aber eigentlich, die normalen Geister hätten schon viel früher auf mich reagiert. So ein Revenant oder so, da ruft man einmal, da steht direkt vor einem. Und ja, eigentlich fand ich das ziemlich eindeutig. Aber naja, wenn ein Spiel sagt nein, dann eben nein. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Ich mache ja alles hirnlos. Kein Hiding Spot? Ja, auch nicht? Okay. Gut. Hier diese Tür vor uns, sehr schön. Auch nicht. Und wir haben den Keller-Hiding-Spot. Das ist ja schon mal richtig gut. Das ist eh der beste von allen, finde ich. Deswegen bietet er sich hier auch an. Und jetzt bauen wir eben schnell unsere Verteidigung hier auf. Unsere Verteidigung vor allem. Unsere Gerätschaften. Ist die Frage nur, ob der jetzt in einem Räumchen ist oder ob der jetzt in der Küche ist oder so. Das ist jetzt aber ein bisschen so die Frage. Aber das finden wir jetzt gleich raus. Wir nehmen das mit, wir nehmen das mit. Und schon mal ein Thermometer. Da kann man sich schon mal einen kleinen Überblick mit verschaffen. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du da? Ah. Ist angepackt, ne? Ja. Das heißt auch keine Mare mehr. So viel ist schon mal klar. Ja. Ich stelle mal so hier hin. Das legen wir da hin. Das haut schon hin. Den Heiligspot habe ich vergessen. Aber den wenigstens noch. Den hätten wir auch noch für vorderen Bereich. Okay, okay, okay. Alles klar, pack du mal ruhig alles an. Mare kann es schon mal nicht mehr sein. Egal was ist, es kann mal später interessant sein, dass es so rauskommt. So, Fingerabdrücke sehen wir hier erstmal keine. Schreibe ins Buch. So, dann holen wir jetzt als nächstes. Weiß ich noch gar nicht. Ich gucke jetzt erstmal in die Kamera. Vielleicht sehen wir schon was. Okay, nehmen wir noch eine Cam mit rein. Geisterbox. Jagd ankommen, während der Jagd smatschen und dann Geister-Event. Hier gibt mir aber auch jetzt hier. Jetzt kriege ich alles hier bei der Runde, ne?
Bist du hier? Bist du da? Wie alt bist du? Bist du in der Nähe? Geisterbuch. Spirit My Ling oder Shade. Das ist ja klasse. Spirit My Ling oder Shade. Der Spirit hat... Ja, da können wir drüber reden, wenn er anfängt zu handeln. Müssen wir sowieso machen. Dann kann ich ihn smatschen. Und der Spirit, der ist halt lange, lange Zeit dann deaktiviert, sag ich jetzt mal. Ein Shade huntet erst bei 35% Sanity. Das ist saumäßig wenig. Und es dauert ewig, bis man da ankommt. Ein Zeichen. Okay, wenn, dann ist es ja auch kein... Schau schon mal da. So. My Ling wird leise beim Handen. Shade ist beim Hand nicht, also nicht, nichts Besonderes. Spirit auch nicht. Das heißt, ich kann nur am Verhalten jetzt rausfinden, weil er ist schon ziemlich shady unterwegs. Macht ja fast gar nichts. Ich würde es auch so machen, dass wenn man eine Kamera durch den Dings... Okay. Aber noch ein Buch. Na, jetzt packst du Sachen an, wo ich gerade weglaufe, ne? Da nochmal rein. Packt viele Türen an, okay. Geister-Events. Die Chance auf Geister-Events steigt mit sinkender Sanity. Bei Shade. Und bei Shades ist es auch so, dass die sowieso erst recht spät mit ihren Geister-Events anfangen. Nämlich in der Regel erst dann, wenn es schon fast zu spät ist. Das jetzt weggeworfen. Du bist ja krass. Hier, dann schreib uns doch noch mal da rein. Gib uns ein Zeichen. Schreibe ins Buch. Einfach noch mal. Fotos sind fertig. EMF5. Okay. Bilder sind fertig, ne? Ja. Aber ein Cursed Object. Also wir haben auf jeden Fall eins. Ich weiß noch nicht, was für eins. Wir könnten es ja einfach benutzen. Dann kann ich ja sehen, ob ich My Ling schon raushören kann. Weil gerade, wenn ich mich dann hier verstecke,
müsste man das gut hören können. Aber was ist denn überhaupt das Cursed Object? Nee. Tarotkarten, das ist natürlich jetzt auch alles andere als... Egal. Fun Fact, gerade in dem Moment ist meine Beleuchtung hinter mir angegangen. Ich habe mich leicht erschreckt. Das ist schön normalerweise, aber jetzt nicht. Ja, gib mir. Bei denen wird schon passen, oder? Meinte nicht auch? Weil es sehr schnell leise wurde. Die Karten sind noch nicht alle. Gehabt. Wo sind denn die? Hier war ich ja nie mit den Karten. Die habe ich hier vorne gezogen. Hä? Weh? Spiel? Was ist da los? Ich finde den Heilungsport halt erst komisch. Ich denke mal, der Geist kann da durchgucken. So hier so. Wieder am Heilings... Staatsplot? Okay. War noch nicht die letzte, oder? Ich schon Hand. Also ich glaube mir noch, also vom Hören her käme mein Link jetzt schon ganz gut hin eigentlich. Sind die Karten ins Nirvana geschossen oder so? Also. Die Karten sind ins Nirvana geschossen worden. Ich glaube eigentlich nicht, dass es schon die letzte war. Brauchen wir eh noch eine Hand? Weil ich muss ja noch einer Jagd entkommen und smatschen. Ich finde schon, dass wieder mein Link sehr weit weg klingt. Aber ich habe ja offensichtlich mit der Entfernung sowieso ein Problem. Ey, du bist doch keine mein Link. Kein Shade. Du gehst gerade ab wie ein Zäpfchen hier.
Haben wir den Knochen schon? Ja. Also hier reinstellen, wenn er nicht hier reinkommt. Aber ist schon etwas sehr, sehr gewagt. Aber eigentlich habe ich den Geist ab hier oder so schon nicht mehr gehört. Und das sind, was sind das? 3, 4, 5 Meter Luftlinie oder so, ne? Und so, wenn ich so ab gefühlt da nicht mehr höre, du hörst den ja, also hörst ja bei Ling trotzdem normal. Aber nur bis auf, boah, das wird jetzt die Lügen, 12 Meter. Aber eine Mailing reagiert auch häufiger aufs Parabolmikrofon. Ich wäre so ideal, dann sehe ich, wenn sie flackert. Du ekelhafter Geist, du bist kein Shade. Sagen, was du willst. So. Der Geist ist jetzt hier vorne. Jetzt ist er wieder hinten. Ja, er hat durch die Wand interagiert mit irgendwas. Wird langsamer Zeit, dass der anfängt, hier ein bisschen aktiver zu werden. Meine Sanity so richtig schön runterzuziehen. Ich würde ja auch gerne Karten ziehen, um es noch schwerer zu machen, aber nicht schwerer, sondern mir leichter zu machen, dass es länger, dass es schneller geht. Aber irgendwie hat er keinen Bock mehr, die Karten zu zeigen. Die sind weg. Also EMF5 löst sich schon echt häufig aus. Ja, das lässt sich doch testen, würde ich sagen, ne? Das Kruzifix angeknallt, weil das Licht vom Bewegungsmelder so vom Kruzifix hing. Gib mir ein Zeichen. Ich könnte jetzt meine Sanity gar nicht mehr abchecken, ne? Also gar nicht mehr abschätzen auch tatsächlich. Ich könnte natürlich jetzt nochmal Pillen nehmen und die wieder runterfallen lassen. Das ist echt so doof. Doch, 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 können auch hier sein. Ist noch hier. Also wenn ich jetzt raten müsste, wäre es erstmal mal liegen. Hat ein Fußgeräusch gehört hier drüber? Gib mir ein Zeichen. Gib mir noch ein Zeichen, komm.
Da gibt mir noch ein Zeichen, komm. Ja, schon häufiger jetzt, ne? Komm, gib mir noch ein Zeichen. Ich würde mal sagen, für mein Link sieht's gut aus. Gib mir ein Zeichen. Da war schon wieder ein Schritt. So, hier. Hier Geräusche innerhalb von 3 Minuten schon viel. Das Parabolmikrofon. 5. Okay, wir haben tatsächlich relativ viele Parabolgeräusche. Das, was ich vorhin gehört habe, lässt auch sehr auf eine Meiling schließen. Ja. Ist, glaube ich, schon okay. Putz, ich bin zwar angeknabbert. Es geht gleich los, Freunde. Ohne Ende Geräusche. Habe ich mir hier unten schon ein Smudge hingelegt? Oh, ich stopp doch mal. Ich muss das smudgen und entkommen. Deswegen kann ich mich so sehen lassen. Smudgen, entkommen, runter in den Keller, verstecken. Und das ist der Plan. Sobald die Geister sich sowas, wenn ich sowas erzähle, sich das merken können, dann wird es richtig gefährlich. Dann darf ich euch nichts mehr erzählen. Okay, das Kruzifix ist jetzt zerstört. Das ist angeknabbert hier. So damit. Damit er nicht hinter mir auf der Treppe erscheint. Dafür ist es für ihn ganz gut. Ich hab wohl Durst, würde gerne was trinken, aber ich habe Angst, dass er in dem Moment anfängt zu an. Gut, dass ich es nicht getan habe. Deutlich eine Meiling. Ist in der Garage, die ich mal gehört, und ich saß dann im Gang. Auf jeden Fall. Und ich war noch nicht die Treppe runter. Das zählt ja noch nicht. Ja, alles klar. Auf jeden Fall Meiling. Hier, kannst du haben. Nur für dich, Daniel. Mua. So. Ja. Ich hoffe, das ist diesmal richtig. Wir haben alles. Knochen haben wir. Alles Bilders. Alles erledigt. Und here we go. Wenn nicht, wäre ich echt traurig. Aber es würde jetzt wirklich gut passen. Ich habe gar nichts gehört, wo ich da oben stand. Und ich hätte wenigstens ein paar Schritte hören müssen.
Wenigstens. Die muss ganz in der Ecke gespawnt sein. Jawohl. Geht doch. Bin ich doch kein hoffnungsloser Fall, was? Okay, ich würde aber sagen, genug Phasmophobia für heute, meine Lieben. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao. Aber mich interessiert noch irgendwas. Hat er den Raum gewechselt? Ja, in der Garage gewechselt. Okidoki. Also bis dann. Ciao, ciao.